Liebe Muslime, der Muslim stirbt und dann sieht er am letzten Tag, wenn er vor Allah subhanahu wa ta'ala steht, so viele gute Taten geschrieben für ihn und so viel Gutes. Und er sagt, woher habe ich das Ganze? Woher habe ich das Gesamte? Dann sagt man ihm, weil dein Sohn für dich Allah um Verzeihung und Vergebung gebeten hat. Das bedeutet, der Sohn oder die Tochter nach dem Ableben des Vaters oder der Mutter, sie haben für ihre Eltern Bittgebet gemacht nach dem Tod von den Eltern. Und dadurch werden die Eltern im Grab etwas Gutes bekommen und am letzten Tag etwas Gutes bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand stirbt, dann ist sein Werk beendet von diesem Leben. Das ist beendet. Außer drei Handlungen oder Taten. Wenn man ein fortlaufende Almosen hat und wenn man ein nützliches Wissen hat und wenn ein Sohn oder eine Tochter, die für diese Person Bittgebet machen. Das heißt, deine Kinder ersetzen dir deine Taten und die geben dir durch ihre guten Taten, durch ihr Bittgebet, durch das Gute, was sie tun, die geben dir Hasanat, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das will. Und wenn man das verstanden hat, dann sollte man sich kümmern um die Kinder, um ihre Erziehung, weil die Eltern das machen. Das bedeutet, das ist genau, wenn du etwas anpflanzt, wenn du etwas anbaust, wenn du eine gute Pflanze, die Kerne von guter Pflanze siehst, dann wirst du auch Gutes ernten, wenn du dich kümmerst. Aber wenn du Schlechtes siehst und wenn du dich nicht kümmerst, dann wirst du am Ende Dorner wal-iyadu billah ernten. Das bedeutet, du hast nichts davon. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man drei Töchter oder drei Schwestern hat und er kümmert sich um die Töchter oder um die Schwestern, dann bekommt man ins Paradies. Da hat man gesagt, und wenn man zwei hat, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch wenn man zwei Töchter oder zwei Schwestern hat. Und da hat man gesagt, hätte man den Propheten gefragt, auch eine, dann hätte er gesagt, auch ja. Das heißt, deine Kinder sind dein Weg zum Paradies. Und wenn du dich um deine Kinder kümmerst, dann könntest du vieles erreichen am letzten Tag. Aber wenn du dich nicht kümmerst, dann wirst du, al-iyadu billah, zur Rechenschaft gezogen am letzten Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich fragen, wie du deine Kinder erzogen hast. Deshalb manchmal, wenn wir Kinder sehen und diese Kinder, die machen bestimmte Sachen, die sittenwidrig sind, Schlechtes oder die sind unerzogen. Was sagt man den Kindern? Hätten eure Eltern euch gut erzogen, wäret ihr nicht so gewesen. Warum sagt man eure Eltern? Obwohl die Kinder, jeder ist für sich selber. Und es gibt auch Erwachsene, Heranerwachsene, sage ich jetzt Jugendliche. Und die haben schlechten Charakter und schlechtes Benehmen. Warum verbindet man das immer mit den Eltern? Weil, wenn die Eltern ihre Kinder gut erzogen haben, dann ist das meistens so, dass die Kinder auch gute Kinder sein werden und sie werden auch ihre Kinder auch gut erziehen. Aber wenn die Eltern, und es gibt vielleicht Ausnahmen, und Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und zwar eine, sage ich jetzt, kleine Minderheit von den Kindern, obwohl sie eine gute Erziehung bekommen haben, nehmen den falschen Weg. Aber wer muss die Kinder kontrollieren? Wer ist verantwortlich für die Kinder am letzten Tag? Das sind die Eltern. Die Sache ist nicht nur, wie man denkt, ich bekomme Kinder und Punkt. Und die werden leben. Nein,
Du bekommst Kinder, Alhamdulillah, du musst dankbar sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Kinder gegeben hat. Aber wie wirst du deine Kinder erziehen? Was pflanzt du in diesen Kindern? Was bringst du diesen Kindern bei? Und leider, die meisten heute, die meisten, die erziehen ihre Kinder nur, dass sie für das diesseitige Leben was tun. Sie wollen viel Geld, sie wollen eine Position und sie wollen berühmt oder bekannt werden. Aber wie ist das mit Al-Akhira? Wie ist das am letzten Tag? Was ist, ob sie für das Paradies was tun oder nicht? Ist das nur hauptsächlich Dunya? Das wird das diesseitige Leben? Aber wir Muslime, wir sind davon überzeugt, dass wir ein Leben haben und dann haben wir ein Leben im Grab und dann haben wir ein ewiges Leben, entweder in die Hölle oder ins Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, liebe Muslime, wir müssen uns kümmern. Wir müssen uns kümmern um unsere Kinder, dass wir diese Kinder gut erziehen. Die Werte, die guten Werte diesen Kindern vermitteln, dass man für diese Kinder da ist. Und nicht nur, dass man wal'iyadu billah an Kindergeld und an diesen barakallahu fikum, Leistungen, die man von Staat bekommt. Diese Leistungen machen keine guten Kinder, wenn man diese Kinder nicht gut erzogen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb vorsichtig sein. Du wirst vor Allah stehen und Allah wird dich fragen, was hast du geleistet in der Erziehung für deine Kinder? Und jeder von uns ist verantwortlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen.